Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Dishonored 2. Ich muss nur gut aufpassen. Klingt, als wäre jemand im Haus. Sollen wir das Federwerk wecken? Es wacht von allein auf, wenn ein Kampf ausbricht. Sie sind blind, aber sie hören. Unheimlich zu wissen, dass sie uns vielleicht zuhören. Verstehen sie uns denn? Nein. Mehr als ein Audiograph es tut. Oh, die kriege ich. Was? Das Fenster! Hä? So, die macht jetzt erstmal Heier. Wer hungrig ist, arbeitet härter. Das ist unbestritten. Hä? Moment, hier war doch gerade jemand. Ja, komm her. Ich dachte... Du wurdest für schuldig befunden. Scheiße. Was? Feind, laut Aufzeichnung... Fliehen ist zwecklos! Maschine ist nun im Kampfmodus. Meine Federwerke waren ihnen nicht genug. Sie töten auch meine Wachen. Verdammt! Nein, Erfolg hat ausgewichen. So. Oh mein Gott. Ach, wo bin ich denn hier, ey? Das ist ja wie im Zirkus. Gole. Badezimmerschlüssel. Wie krieg ich den? Er wartet da hinten schön. Dann soll er auch mal weiter warten. Ah, dann mach das mal weiter. Ja, da unbedingt so einen Spaß dran hast, ey, du Spasti. Eine Frau und ein Typ sind da drin. Ich bin froh, wenn sie Arbeit haben. Aha, wo kommen wir denn da unten hin? Was macht uns dieser Jindosh überhaupt? Hier kommt doch keiner her. Ich bin gerade hier hingekommen. Positionshebel können wir drücken. Da können wir auch einen Positionshebel drücken. Ach du meine Güte, wo sind wir denn hier überall, ey? Bei solchen Preisen sollte man uns nicht warten lassen. Es gibt nur einen Kirin Jindosh. Wissen Sie, wie lange ich auf dieses Treffen gewartet Jindosh. Habe? Lassen Sie uns in Ruhe. Beeindruckend, dass Sie Delilah überlebt und es bis Kalmaka geschafft haben. Ganz um die Ehre Ihres berüchtigten Vaters. Soll ich jetzt mal... Soll ich jetzt mal so einen Positionshebel drücken? Was? Wo bin ich denn jetzt? Oh mein Gott, wo bin ich? Mechanischen Soldaten getestet werden. Ziemlich gefährlich.
Wenn Sie wirklich Sokolov suchen, der Alte ist hier irgendwo. Das ist echt krank. Hä? Ich verstehe das gar nicht, dass ich fast da bin. Hallo? Außerdem kann ich gar nicht da sein, weil ich dort nicht durchkomme. Ich komme da ja nicht durch. Also muss ich jetzt wieder nach oben oder muss ich da... Da ist noch eine Treppe, da kann ich auch lang. Oh mein Gott, wo bin ich hier, ey? Vorhin waren Sie so nah. Aber jetzt frage ich mich, ob Sie überhaupt wissen, wo Sie gerade sind. Nee. So kriegen Sie mich nie. Das mit dem Nahsein, das bringt mir ja nichts, wenn ich durch diese Lichtwand muss, durch die ich nicht durchkomme. Verdammt nochmal! Ich reiß dich in... Keine Gnade! Und was ist hier los? Verfluchtes Weib! Was? Wer ist er denn da hinten? Wo komme ich denn... Was ist denn hier los, ey? Na, die andere Richtung... Nein, hä? Oh mein Gott. Herzukommen war ein Fehler. Das Juwel des Südens, sagen sie. Schwachsinn. Hier stimmt was nicht. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ich will nicht sterben! Ich töte dich doch gar nicht. Vorführraum. In dem Vorführraum. Wo geht's denn hin, wenn ich auf... Ich habe so viel geschaffen. Dieses Haus und vieles mehr. Aber es sind wohl die mechanischen Soldaten, die mich berühmt machen werden. Da im Aufzug. Hä? Streck die Waffen! Ich krieg dich schon! Oh oh, ich hab ein Problem. Von der Geschick fährt keine Munition mehr! Adliges Profil, aber feindlich. Verdammt! Wegbleiben! Wiedergabe für eindeutigen Gegner. Wie kriege ich dich kaputt? Gar nicht. Ich muss den ja irgendwie kaputt kriegen. Vielleicht mit so einem Brandding. Alles auf Halt!
Wow, 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 wow. Das war nicht gut. Umkehrung der Ortung. Das klappt nicht. Oh, oh. Nein. Ausbruchschwörung durchbrochen. Code ID Emily. War das gerade Ihr Sprengstoff oder eines meiner Bäderwerke? Wird abgespielt, wenn der Feind ausweicht. Das war zu weit. Verloren. Sie haben einen mechanischen Soldaten. Sie werden mir das erklären, wenn Sie in meiner Gewalt sind. Ja, werde ich. Ganz sicher. Öltank. Hochala. Ach, wie geil ist das denn bitte? Okay, für was brauche ich das? Ach, das ist super. Ich bin wieder voll ausgerüstet, ey. Also einigermaßen. Was ist das jetzt hier für ein Ort? Oh. Wenn ich mich jetzt leise bewege, ist das dann gut? Ich habe mein Schlafzimmer gefunden, wobei ich kaum schlafe. Mein Geist dreht sich immer weiter. Das da, das Ding. Großfinde, ihr Schaff verstanden und treffen kann anderer Mann. Na, Zirkus, bitte senden Sie einen Boten. Ramsay und der Kronmeuchler waren nur der Anfang. Ich muss Delilahs andere Verbündete finden. Jindosh, den Herzog, alle. Eine der schönsten Aussichten in ganz Kanaka. Kanaka, ey. Die Stadt hat so einen schäbigen Namen, ne? Was für eine Grausamkeit ist das? Ein Elektroschocker erschaffen, der Gedächtnis und kognitive Funktionen beeinträchtigen kann. Die Maschine muss irgendwo in seinem Labor sein. Es gibt noch eine Möglichkeit, vorausgesetzt Jindoshs Elektroschocker funktioniert. Nicht gerade eine Gnade. Das Labor ist da hinten. Ich habe da auch noch was gefunden, was ich ganz gerne hätte. Ende des Ruhezustands. Aktiviere Kampfmodus. Alles klar. Gegner gefunden. Löse elektrostatische Ladung aus. Zurücktreten. Jetzt habe ich mich selber ausgesperrt. Kampf verloren. Wechsle zu alternativen Taktiken. So, das war schon mal schlau. Wo bin ich jetzt hier? Brianna Ashworth. So vieles ist in Bewegung und übt einen jeweils subtilen Einfluss aus. Mit Delilah, der neuen Kaiserin, werden alle bisherigen Schranken überwunden. Vieles könnte erreicht werden.
Meine mechanischen Soldaten haben ihre Rolle gespielt. Wer wird wohl ihr Leben, wenn ich nicht mehr bin? Wie lange werden die komplexen Mechanismen... Ach, jetzt labert der dazwischen. ...eine Lösung zu finden. Aber mit einem fügsamen Sokolov könnte ich den Prozess vielleicht optimieren, um neue mechanische zu einem Bruchteil der Kosten herzustellen. Ob ich meinen alten Lehrer mit dem Reiz der Entdeckung verführen oder in die Klammern ansetzen und den Strom einschalten muss, ist mir egal. Ja. Bisschen Brot. Ja, wo sind wir so? Sind wir denn hier? Der Lila Koppersbun. Ja, sie ist nicht echt. Sie ist nicht unsere Tante. Glaube ich immer noch nicht dran. Macht es möglich, einen Blick in den menschlichen Geist zu... Sein Labor ist da hinten irgendwo. Aramis Dalton? Wie komme ich denn in das Labor? Herzog Luca Abele. Okay. So, Privatraum war ich. So, das Ding habe ich jetzt auch gemacht. Das Labor ist da hinten. Wie komme ich da hin? Den ersten, den ich hier gedreht habe, der war richtig, sagte er. Ich habe hier ja auch noch einen. Was ist das? Ah, Sie haben meinen Blitzpfeiler gefunden. Die elektrische Entladung meiner Federwerke macht sie überflüssig. Aber den hier behalte ich als Erinnerung an Sokolovs alte Erfindung. Kann ich das Ding gebrauchen? Ey, das ist so krass, ne? Sie haben also meinen Blitzpfeiler deaktiviert. Nicht schlecht. Okay. Jetzt drücke ich mal hier ein. Gucken, was dabei rauskommt. Aber ist auch praktisch, ne? So kann man echt was einrichten. Das hat nichts gebracht.
Ich bin jetzt auch an sich schon überall gewesen, ne? Nur den, den ich drücken kann. Und das war's. So, der Blitzpfeiler ist nämlich da. Jetzt bin ich wieder unten und hier sagte er ja von Anfang an. Dass ich in der Nähe bin. Ach, da unten. Okay. Ich speichere ganz ehrlich mal eben ab. Ich nämlich nicht weiß, was kommt. Bei meiner Autopsie werde ich der angeblichen Degeneration der Coordinates auf den Grund gehen. Aktiviere Kampfmodus. Wiedergabe für eindeutigen Gegner. Alle Neukonfiguration des Vorführraums. Neukonfiguration abgebrochen. Wiedergabe. Neukonfiguration abgebrochen. Sie sollen eins wissen. Das Letzte, was Sie sehen, ist... Das Federwerk, das Sie eben zerstört haben, war der Prototyp für Raumwahrnehmung. Ich sammle es und füge es meiner Galerie hinzu. Und da sind wir schon. Sokolov. So, den habe ich. Kann das sein? Ist das die junge Emily Caldwin? Anton, sparen Sie Ihre Kräfte. Ich bringe Sie hier raus. Jindosh führt mehr im Schilde, als wir ahnen. Eine Armee seiner mechanischen Soldaten. Das wäre das Ende. Oh, ich werde Jindosh bald besuchen, alter Freund. Was? Ich lasse sie nicht tot sein. Tragen. Ich bringe Sokolov lieber zum Wagen zurück, bevor ich Jindosh stelle. Okay. Ich hasse solche Sachen. Erstaunlich! Sie haben Anton Sokolov befreit. Hä? Verflucht! Oh oh. Also, mal sehen. Ja. Was war es? Sehen wir nach. Gefällt mir nicht. Ich sehe mich mal um. More Cassandra. Was? Augen offen! Da drüben! Auf der Treppe!
Ich brauche hier drüben Hilfe! So. Die geben auch nie auf, ne? Tralala. Ich glaube, Gästeraum muss ich genau. Bereitet ihr verborgenes Gesicht ihren Feinden Angst? Oder verbergen sie nur ihre eigene? Versuch so schnell wie möglich zu machen. Oh je. Sie werden ihn nicht bekommen. Sokolov Ico ist der Denker seiner Zeit. Und jetzt ist er mein. Wiedergabe nicht autorisierte Person. Wiedergabe Kampfprotokoll nicht autorisierte Person. Aktiviere Kampfmodus. So, das müsste jetzt klappen. Alles klar. Gegner gefunden. Schneller, 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 schneller. Jeder Besucher ist ein Test für den mechanischen. Und jeder Test macht sie. Boah, ich hab's gefallen. So, den bringe ich jetzt erstmal zum Wagen zurück, dann gehe ich wieder rein und töte diesen Typen da. Ach ja, ich schaff das. Ich glaube, es ist jetzt eigentlich ganz simpel. Also zumindest ist Anton sicher. Jetzt zu Jindosh. Warte mal, hä? Ich habe das Labor immer noch nicht gefunden. Das Labor ist eigentlich hinter ihm. Das heißt, ich muss da erst durchkommen, um dann dorthin zu kommen. Und dann brauche ich dann dieses Elektroding. Ja gut, zur Not töte ich ihn einfach, ne? Ich meine, ist dann einfach so. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. So, Leute. Ich sage aber tschüss, bis zum nächsten Mal.